Die Unterhaltungsbranche erlitt am Freitag, dem 28. August 2020, einen schweren Schlag, als bekannt wurde, dass der Filmstar Chadwick Boseman, bekannt für 42, 21 Bridges und allen voran Marvels Black Panther, im Alter von nur 43 Jahren gestorben ist. Fatalerweise verlor er seinen langwierigen Kampf gegen den Darmkrebs im Stadium 4, den er 4 Jahre lang vor der Öffentlichkeit geheim hielt. Diese Tragödie läutet düstere Zeiten für Hollywood und Fans rund um den Globus ein, denn einer der talentiertesten Entertainer unserer Zeit ist viel zu früh aus dem Leben geschieden. Wenn ein großer Star stirbt, ist es ganz natürlich, dass sich jetzt viele fragen, was aus den Projekten wird, an denen Boseman vor seinem vorzeitigen Ableben gearbeitet hat. Bezüglich der Vollendung seines Werkes befindet sich der letzte Streich des Da-5-Platz-Schauspielers auf dem Weg, auf den sich viele Fans freuen und womit sie ihrem Star die letzte Ehre erweisen können. Obwohl sein Leben ein unerwartetes Ende nahm, können wir uns alle auf eine letzte Darbietung von Chadwick Boseman freuen. Bosemans tapferer Kampf gegen den Darmkrebs hielt ihn nicht davon ab, die Produktion seines letzten Streifens zu Ende zu bringen. Unter der Regie von George C. Wolfe schloss Ma Rainey's Black Bottom, basierend auf dem Theaterstück von August Wilson, die Dreharbeiten 2019 ab und befindet sich derzeit in der Postproduktion, wie man auf der IMDb-Seite des Films nachlesen kann. Im Film spielt Boseman einen Trompeter namens Levee, der an der Seite von Viola Davis in der Rolle als legendäre Blues-Sängerin Ma Rainey zu sehen sein wird. Ma Rainey's Black Bottom soll noch in diesem Jahr bei Netflix erscheinen, aber ein genaues Datum steht zum Zeitpunkt dieses Videos noch nicht fest. Laut The Hollywood Reporter hatte Netflix sogar vor, am Montag, dem 31. August, eine virtuelle Vorschau des Films zu veranstalten. Doch nach Bosemans vorzeitigem Tod sind diese Pläne erstmal auf Eis gelegt. Außerdem gibt es ein weiteres neues Projekt, in dem Fans Bosemans populärste Rolle, Black Panther, auch nach seinem Tod sehen können. Boseman stieß zur Ensemblebesetzung von Marvels Zeichentrickserie What If, die sich um alternative Realitäten im Marvel Cinematic Universe dreht, und spricht in der Show seine Figur T'Challa. Allerdings ist ungewiss, inwieweit er seine Arbeit an der Serie vor seinem Tod abschließen konnte. What If wird irgendwann im Jahr 2021 bei Disney Plus ausgestrahlt werden.